Spätestens wenn die Ragdoll-Katze vollkommen entspannt auf dem Arm ihres Besitzers liegt, weiß man, woher ihr Name kommt. Denn man könnte sie aufgrund ihres flauschigen Fells und ihres sanftmütigen Charakters glatt mit einem Stofftier oder besser gesagt einer Stoffpuppe verwechseln. Die größte Rassekatze der Welt kann eine Schulterhöhe von bis zu 40 cm und eine Kopfschwanzlänge von bis zu 120 cm erreichen und bis zu 10 kg auf die Waage bringen. Sie ist kräftig, hochbeinig und muskulös gebaut und hat eine breite Brust, einen buschigen Schwanz und runde Pfoten. Ihr mittelgroßer, keilförmiger Kopf besticht Ragdoll-Freunde mit kleinen Haarbüscheln an den Ohren und insbesondere mit ovalen, leuchtenden, blauen Augen. Das mittellange bis lange Fell dieser Katzenart kommt in den Farben Schwarz, Lila, Blau oder Chocolate vor und verfügt zudem über verschiedene Musterungen und noch zusätzlich über Markenzeichnungen im Gesicht. Trotz ihres imposanten Erscheinungsbildes neigt die Ragdoll keinesfalls zu Tollpatschigkeit beim Durchstreifen der Wohnung. Im Gegenteil, sie ist sehr geschickt. Dennoch ist aufgrund der beachtlichen Körpergröße viel Platz für diese Katzenart erforderlich. Und auch die vorhandene Ausstattung wie Kratzbaum und Liegeflächen müssen unbedingt hinsichtlich Stabilität und Dimensionen auf die Größe der Ragdoll-Katze ausgelegt sein. Die Ragdoll-Katze ist abgesehen von ihrem beeindruckenden Aussehen auch aufgrund ihrer Wesenszüge eine sehr beliebte Katzenart. Sie ist als sehr liebevolle, sanfte, ausgeglichene, ruhige und anhängliche Katze bekannt. Letzteres hat jedoch zur Folge, dass sie ihrer Ragdoll viel Aufmerksamkeit und Zuneigung schenken müssen. Können sie ihr nicht ständig Gesellschaft leisten, benötigen sie daher selbst als Freigänger auf jeden Fall einen Artgenossen. Da der Ragdoll Aufmerksamkeit wichtiger ist als Freigang, kann sie, sofern ausreichend Platz und bestenfalls ein katzensicherer Balkon oder Garten vorhanden ist, problemlos mit einem Spielgefährten als Hauskatze gehalten werden. Abgesehen von ausreichend Platz, stabiler Ausstattung und stetiger Gesellschaft ist die Ragdoll eine sehr genügsame, unaufwendige Katzenart. Auf den ersten Blick wirkt auch das Fell pflegeaufwendiger, als es eigentlich ist. Da es kaum verfilzt und wenig zu Knötchenbildung neigt, reicht ein gelegentliches, aber dennoch regelmäßiges Bürsten ihres Lieblings vollkommen aus, um das seidige Fell gepflegt zu halten. Während des Fellwechsels ist es jedoch ratsam, sich tägliche Bürsteinheiten anzugewöhnen, um lose Haare zu entfernen. Zudem sollten Sie auch in regelmäßigen Abständen das Gewicht Ihrer Ragdoll kontrollieren, da erwachsene Katzen dazu tendieren, Fett am Unterbauch anzusetzen. Da die Ragdoll wie andere große Katzenrassen auch eine Veranlagung zu Herzerkrankungen hat, ist es umso wichtiger, der Entstehung von Übergewicht vorzubeugen. Eine besondere Eigenheit der Ragdoll ist es, sich beim Hochheben durch ihren Menschen vollkommen zu entspannen. Der Katzenkörper erschlafft regelrecht. Dies wurde lange Zeit einem verminderten Schmerzempfinden der Tiere zugeschrieben. Das entspricht allerdings nicht der Realität. Diese Eigenschaften ist vielmehr auf das große Vertrauen der Ragdoll-Katze gegenüber Menschen zurückzuführen. Wenn Sie genug Zeit und Platz haben und eine Katze mit hundeähnlicher Anhänglichkeit vielleicht sogar als Familienkatze suchen, könnte die Ragdoll genau die richtige Wahl für Sie sein. In ihr werden Sie in jedem Fall eine Freundin fürs Leben finden.